Obwohl ich mit dem Motorrad reise, wird sich der nicht illustrierte Reiseführer mit dem Titel »Per Anhalter durch Großbritannien« als sehr nützlich erweisen, dachte ich und fuhr los. Dies ist die Geschichte meiner Reise, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und nach der Antwort. Die Antwort auf die ultimative Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Am Montag baute ich mein Zelt ab, um am Flussufer dem seit Jahren geplanten Bau einer Umgehungsstraße Platz zu schaffen. Ansonsten wäre mein Zelt wohl abgerissen worden. Um auf die britische Insel zu gelangen, empfiehlt der Reiseführer die Fahrt mit einem Luftkissenfahrzeug. Luftkissenfahrzeuge sind voller Aale, steht so im Reiseführer. Meine Reise führte südlich der Londons, von den Dovers über die Folkestones, vorbei an den Hastings und den Brightons. Meinetwegen biegen Sie hier rechts ab, auch wenn es vollkommen sinnlos ist. Es war Marvins Aufgabe, mir den Weg zu weisen. Marvin war eines dieser modernen Navigationsgeräte, die fühlen und denken können wie ein Mensch. Der heutige Tag gehörte zu denjenigen, die von Anfang an einfach nicht rundlaufen wollten. Nicht einmal auf Englands Umgehungsstraßen ging es gut voran. Scheiße! Seit mehr als 2 Wochen war ich nun schon auf Reise. Nur irgendwie plagte mich das Gefühl, auf meiner Suche nach dem Sinn des Lebens und nach der Antwort auf die ultimative Frage noch nicht so richtig weitergekommen zu sein.